Hallo, liebe Aufrufer zu einer neuen Lichtzeit, Licht-Echtzeit, Lichtgeschwindigkeit, Echtzeit, Kurz-Video-Kommentierung zur Lage der Nation. Ich habe den aktuellen Nachrichten nicht wirklich Bedeutendes, Besonderes entnommen und möchte deshalb heute etwas anderes machen, nämlich etwas Neues hier, Medienkritik im weiteren Sinne zumindest, ein kleiner Spaß hier. Die Taz, die Genossenschaftszeitung, der Verlag, Genossenschaftsverlag aus Berlin, der ja bundesweit in mehreren Regionalausgaben auch eine Holz-, also eine Papier-Taz druckt, Taz-Print nennt sich das, hat jetzt etwas Neues, und zwar sowohl die samstags gedruckte Taz immer eine Sonntaz hatte, die hieß dann Taz, Punkt, die Tageszeitung und mit Sonntaz. Und jetzt heißt sie das erste Mal Taz-Punkt am Wochenend. Dann haben sie hier dem übergewichtigen Umweltminister die grün-schwarze Krawatte wegretuschiert. Das ist bestimmt eine Manipulation. Es steht natürlich kein Datum, wann das Foto gemacht worden ist. Ja, und dann heißt es hier, die neue Taz am Wochenende zum langsamen Lesen. Und wenn man dann einsteigt in diese neue Taz, dann findet man erstens fest, findet man heraus, es wird mit dem heutigen Datum eine sogenannte Relaunch, also ein Neustart, eine Reformausarbeitung von taz.de. Also das Internetaufgebot von Taz ist nicht nur einfach die Holztaz im Internet, sondern es ist ein eigenes Portal sozusagen, sagen wir mal im weitesten Sinne wie Spiegel oder Bildzeitung, das haben Bild Online, hat jetzt also die taz.de, eine neu gestaltete, die natürlich den Übergang von der alten zur neuen möglich macht, die außerdem natürlich die Holztaz täglich bietet, darüber hinaus natürlich neue Möglichkeiten des Geldverdienens für den taz.de Verlag und auch angeblich neue zusätzliche Interaktivität, also der User kann über das Internet mit dem taz.de kommunizieren, wahrscheinlich sogar Zugang zum Archiv, Anfragen stellen, E-Mails einsenden, Leserbriefe elektronisch, digital und so weiter. Ja, gut, also das zur neuen Technik, taz.de gibt es in einer Relaunch, und dann heißt die Wochenendtaz in Zukunft taz.wochenend. Und dann sind noch zwei Sachen von mir zu sagen. Das Ganze geschieht nach wie vor unter der Oberchefredaktion, also für die presserechtliche, textliche, inhaltliche Verantwortung steht nach wie vor Ines Pohl, die ich persönlich sowohl sehr mag, wie auch deren Arbeit, immerhin hält die ja schon lange Zeit durch dort an der Front, wirklich hoch respektiere, Ines Pohl. Und dazu komme ich aber auch nochmal gleich. Und dann hat aber die Wochenendtaz jetzt hier etwas versucht, was ich doch sehr komisch finde, das ist nämlich hier folgende Farbe. Dieses türkis angehauchte Blau oder dieses blau angehauchte Grün hier in der Wochenendtaz ist hier jetzt sozusagen der Versuch, da die Zahlen sind in diesem Blau-Grün, hier ist sowas unterlegt, Blau-Grün. Da ist Blau-Grün. Blau-Grün ist jetzt sozusagen eine der Layout-Farben. Die Seitenzahlen der Wochenendtaz. Hier steht dann auf Seite 34 aus der Taz, das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße, Personalia und Analysen, ein Ausblick in die digitale Zukunft. Alles neu und doch die Taz. Da steht was zu dem Relaunch und zu diesen Sachen. Ja, auch Geschäftsverläufe, wie viel Geld verdienen Sie durch den Verkauf der Zeitungen, durch die Genossenschaft, wie viel Geld verdienen Sie durch Annoncen und Werbung und so weiter. Die Sonntaz heißt dann hier nochmal Sonntaz und nicht Wochenendtaz, das ist noch nicht so ganz geistig vereinheitlicht, aber was ich also wirklich schrecklich finde, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir die Autoren, hier ist das auch, dieses Blau-Grün, das ist nämlich eigentlich zum Verwechseln gemacht, die Farbe vom neuen Deutschland. Die Taz peilt also hier ästhetisch bestimmte Sachen. Hier kann man das sehen, auch wieder dieses Blau-Grün. Das vom neuen Deutschland ist schöner, dieses ist ein bisschen dreckiger, aber es ist ganz zweifelsfrei die Anspielung auf die Farbgestaltung vom neuen Deutschland.
Was ich also hier wirklich beachte und wirklich verabscheue, diese Taz besteht in zunehmendem Maße aus, ja, wie soll ich das nennen, der Qualität einer Frauenzeitung. Nun ist das eine berechtigte Angelegenheit. Es gibt ja Frauenblätter, die Bunte Woche, das Rosa Blatt oder so und dann nun auch die Taz. Im Wesentlichen einerseits durch beinharte Frauen, die irgendwelche schrägen Frauenthemenführungen haben. Dann aber auch dadurch, dass zwar der Umfang der Themen in der Taz durchaus dem einer Volkszeitung entsprechen, in der Vielfältigkeit. Aber diese Taz besteht sozusagen aus einem, wie ich das empfinde, Kern von guten Presseleuten auf der Linie der Taz-Gründung ehedem, also Kritik. Kritik der Kritik, das andere, das Andersdenken der anderen und in einem überwachsenden Maße jetzt also diese Frauenthemen und zwar nun auch noch Jungfrauen, also Leute ohne politische Bildung und ohne wirklichen Durchblick, ohne Erfahrung, dafür mit irgendwelchen Hütchen und irgendwelchen Attitüden. Und das heißt, die Taz hat zwar alle Themen und alle Werte, aber für einen großen Teil dessen, was hier zum Beispiel in dem Wochenendteil aufgeboten wird, da ist das dann ein irgendwie Elfriede Jelinek-Verein von Beiträgen, die man wirklich nicht lesen muss. Also da steht nichts drin. Mit anderen Worten, die Taz bringt nicht mehr das, was sie eigentlich mal bringen sollte als eine alternative Zeitung. Diese Taz ist keine Alternative, da kann man sich auch ab und zu mal die Emma kaufen oder abonnieren, würde ich sagen, das reicht dann. Und dies ist aus meiner Sicht jetzt wirklich eine harte, einschneidende Distanz, die ich nunmehr zur Taz aufnehme. Wenn ich mir die Autoren durchgucke, die da in der Taz jetzt schreiben, dann sind eben gerade auch unter den Männern eine solch große Zahl von Hausmännern mit Schürze und dem Tagesbefehl ihres Ehegespons im Nacken, dass es mich schüttelt. Anders kann ich nicht sagen. So, also, Piraten, macht's gut.